Hey yo zusammen, Tom Krass hier und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben mich einige schon in der Vergangenheit immer gefragt, was so meine Lieblingsanime sind. Und ich habe mich immer ziemlich schwer getan, da ein paar zu nennen. Oh, Facebook. Auf jeden Fall habe ich derzeit einen Anime, wo ich, wenn ich weiß, am Mittwoch um 20 Uhr kommt eine neue Folge, alles stehen und liegen lasse und ihn sofort schaue. Und ich meine, ich habe ja keinen Bad Taste. Also, ich will euch heute mal den Anime empfehlen, Himoto Umaru-chan. Und zwar, falls ihr es noch nicht kennt, da geht es um ein 16-jähriges Mädchen, was nach außen hin perfekt ist, beliebt ist, alles kann, in der Schule, im Sport, egal was, sich jeder in die verliebt und. Und sobald sie die Haustür aufmacht, dann schrumpft sie bildlich, hat so eine Art Cape wie Batman auf, nur ein bisschen niedlicher, und pflanzt sich mit Cola und Chips vor den Fernseher und zockt. Das klingt jetzt erstmal nicht nach der Bombenstory, die jeden hier wegfickt, aber ich muss sagen, der Anime strahlt so einen gewissen Charme auf und ist in mancher Hinsicht irgendwie nicht abgenutzt, strahlt so ein bisschen was Neues aus. Es gibt natürlich, die Charaktere sind wirklich richtig gut. Wir haben Umaru-chan, die es so in der Form als Anime-Charakter noch nicht gab. Ich habe den Anime am Anfang ein bisschen mit Oreimo verglichen, vielleicht kennt ihr den. Aber Umaru-chan geht doch ein bisschen in eine andere Richtung. Kein Edgy oder so, sondern eher diese Comedy, die normale Comedy ist im Vordergrund. Sie hat einen Bruder, der ein bisschen zu gutmütig ist. Sie hat eine Mitbewohnerin im gleichen Haus, die ein bisschen dusselig drauf ist. Nichtsdestotrotz, schon wieder Facebook. Nichtsdestotrotz nicht weniger liebenswürdig, und was ganz lustig ist, wenn sie ein bisschen verpeilt ist, spricht sie im Dialekt. Und dann haben wir noch Kiri-chan, das ist eine ganz verrückte, und in der Schule ein Mädchen, was in allem besser sein will als Umaru-chan und sie in jedem Wettkampf, egal in was, zu einem Wettkampf herausfordert. Das ist, sage ich mal, so die Grundstory, was sich auch ein paar Mal wiederholt. Es wird wirklich vieles aufs Korn genommen. Schon allein im Opening treten Sequenzen von Umaru-chan als Mario Kart-Figur auf oder so als Pokémon-Sequenz. Ist also mit vielen Anspielungen auch gepickt. Und es ist einfach leichte Comedy, die richtig unterhaltsam ist. Und auch schon allein der Style mit diesem Cape und so ist was relativ Neues. Und ich schätze mal, wenn der Anime dann in einem Jahr auf Deutsch synchronisiert wird und bei Kasee oder Peppermint rauskommt, dann wird hier nochmal der richtig große Hype anfangen. Und ich denke eben, weil der Anime auf diese Art schon ein bisschen neu ist, dass da ein richtig großer Hype entfacht wird. Und er ist auch lustig. Ich habe mich bei manchen Folgen wirklich gekugelt, aber macht euch selbst ein Bild. Kennt ihr den Anime? Und wenn ja, wie findet ihr ihn? Findet ihr ihn auch so richtig gut? Oder wenn ihr ihn nicht kennt, warum nicht? Oder wenn ihr ihn kennt und nicht mögt, warum mögt ihr den nicht? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Also, ihr müsst auf jeden Fall einen Kommentar schreiben, denn es steht zur Auswahl, ihr kennt ihn und mögt ihn. Ihr kennt ihn und mögt ihn nicht. Ihr kennt ihn nicht. Oder ihr kennt ihn nicht und mögt ihn nicht. Aber das gibt's nicht. Okay, das ist ja, das geht nicht. So, das war meine Anime-Empfehlung. Schreibt mir auch gern euren derzeitigen Lieblingsanime in die Kommentare. Dann habe ich auch was zu sehen, falls ich ihn noch nicht kenne. Und meinen Hauptkanal möchte ich nochmal darauf hinweisen, der ja relativ neu gestartet ist und wo noch nicht so viel los ist, weil er neu gestartet ist. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen, ist der erste Link in der Beschreibung. Und Umaru-chan, da ist auch ein Link in der Beschreibung, damit ihr sehen könnt, was Umaru-chan so ist. Ich habe jetzt ja mehr erzählt und ich bin schon wieder bei über 4 Minuten. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein, Leute, und ciao.